So Leute, ich habe mir vorgenommen, ein komplettes Tutorial für die Fritzbox zu machen, also für alle Optionen, die sie da hat. Das erste Tutorial ging über die Übersicht, das zweite über das Internet, das dritte wird jetzt über die Telefonie gehen. Allerdings habe ich mir überlegt, dass ich das ein bisschen kürzer gestalten werde. Also zum einen ist es so, dass heutzutage ja kaum noch jemand mit Festnetz telefoniert. Das ist ja eine totale Ausnahme. Also wenn überhaupt, vielleicht ein paar Decktelefone an die Fritzbox koppeln, aber die wenigsten haben ja noch richtiges Festnetz. ISDN gibt es sowieso nicht mehr. Also nur noch bei wenigen Boxen. Die neuen Boxen haben das alle natürlich nicht mehr. Meine hat es noch. Das ist auch ein Grund, warum ich sie damals gekauft habe. Weil da eine ganze Telefonanlage dahinter hängt. Und da brauchte ich das. Aber vom Prinzip her ist das eigentlich eine Sache, die so ein bisschen sterben wird. Ich denke mal, die neuesten Fritzboxen werden das gar nicht mehr unterstützen. Oder wenn überhaupt, dann nur über IT-Telefonie. Nächster Punkt ist, dass das schon jetzt relativ stiefmütterlich behandelt wird von AVM. Also das sieht man auch daran, dass die ganzen Hilfethemen, wenn ich die hier aufrufe, die passen überhaupt gar nicht mehr zu den Menüs. Das heißt, man hat an den Menüs gearbeitet und hat da Änderungen gemacht und hat sich nicht mal die Mühe gemacht, das in den Hilfen nachzupflegen und wieder so dazu passend die Hilfe zu gestalten, dass die zu den neuen Oberflächen passt. Das ist natürlich alles ein bisschen schade, aber so ist es jetzt im Moment. Ich denke, das liegt einfach daran, dass die schon wissen, dass das bald eingestellt wird. Ich erzähle euch aber mal so grundsätzlich die wichtigsten Punkte, weil ich doch denke, ich soll es mal einfach erwähnt haben. Und dann hat mein Tutorial, dann ist das auch eine saubere Sache. Ich habe ja noch einiges vor mir hier mit Heimnetz, WLAN, Smart Home und vielleicht noch System. Diagnose gibt es ja auch nicht viel, also mal gucken, ob ich da meine, das sind dann 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tutorials werden das insgesamt werden. Weiß ich nicht. Das nächste Problem, was ich habe, da weiß ich echt nicht so genau, was ich machen will. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr meint, wie es weitergehen soll. Fritz, also AVM, hat ja jetzt eine neue Software und meine Box unterstützt die auch. Also es ist jetzt die 8.0 rausgekommen. Das heißt, ich könnte jetzt die neue Software hier auf meine Box machen, aber dann passt natürlich gar nichts zusammen. Ich weiß ja auch gar nicht, wie die aussieht, ob diese Aufteilung genauso noch aussieht oder ob die da alles geändert haben. Das heißt, meine Tutorials sind dann sowieso für die Katz, weil das passt ja alles nicht mehr zusammen. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein bisschen schwachsinnig, Tutorials zu machen für eine Version, die es bald überhaupt nicht mehr geben wird. Also keine Ahnung, was ich machen soll. Ich habe mich jetzt mal entschieden, ich mache das mit der Telefonie, mache ich nochmal durch. Das gibt, wie gesagt, eine Kurzfassung. Und ab dann werde ich mal gemeinsam mit euch, gibt es dann ein Video über die Installation von der Version 8.0. Für alle die es schon drauf haben, die können mir ja mal schreiben, ob sich da viel ändert. Dann würde ich das vielleicht erst updaten und dann meine Tutorials weitermachen oder ich mache die erstmal fertig. Und dann gibt es quasi so ein Änderungstutorial, was sich erneuert hat oder so, ist vielleicht auch ganz nett. Na gut, ich habe jetzt hier Anrufe, habe ich jetzt nicht angeklickt, weil ihr seht da meine gesamten Telefonnummern, die ich in letzter Zeit angerufen habe. Viel mehr ist da auch gar nicht. Da gibt es noch den Punkt Wählhilfe. Das ist auch ein bisschen sonderbar, den gibt es sowohl da als auch hier bei dem Telefonbuch. Also ich klicke das jetzt mal nicht an. Der nächste Punkt ist die Anrufbeantwortergeschichte. Da gibt es eben 5 Anrufbeantworter. Ich finde das sehr cool, dass man das hat. Ich nutze das bei mir zu Hause nicht, aber ich habe das im Geschäft genutzt. Da haben wir auch eine Fritzbox dazu. Und da war das total interessant, dass man hier verschiedene Anrufbeantworter hatte. Die waren dann schon vorkonfiguriert. Das heißt, der eine Anrufbeantworter war mit nur Ansage. Da hast du dann also gesagt, leider rufen Sie außerhalb der Geschäftszeiten an. Dann der nächste Anrufbeantworter war dann sowas wie mit Aufnahme, ja, alle sind da, aber es ist gerade keiner dran gegangen. Und dann gab es noch die 3 weiteren für Urlaub, Krankheit, Wochenende und so. Ja. Und dann hatte man direkt den richtigen und konnte die dann alle aktivieren. Muss ja nur anklicken und hier aktivieren. Und das geht ja auch über MyFritz, da kann man die ja auch alle einschalten. Also ich kann ja mal da drauf gehen. Wenn ihr da auf meinen Fritz gegangen seid, habt ihr hier einmal die WLAN-Einstellungen und dann die ganze Geschichte mit den Anrufbeantwortern und den Weckern. Und da konnte dann der, der es machen durfte, einfach hier zwischen Ein- und Aus hin und her schalten und dann war der Wochenendanrufbeantworter drin. Die kann man ja auch umbenennen, der eine heißt dann Wochenende, der nächste heißt Werktag außerhalb, Werktag Sprechzeiten oder Berufszeiten.
Ja, und dann einfach ein- und ausschalten. Das war eine tolle Sache oder ist eine tolle Sache. Funktioniert also insofern richtig gut. Okay, der nächste Punkt ist das Telefonbuch. Und da gibt es auch was, was ihr nutzen könnt oder euch mal angucken könnt. Das nutze ich also. Das finde ich total schön, weil hier habe ich unter Telefonbuch interne Nummern mal sämtliche Nummern aufgelistet, die in meinem Fritzbox-System überhaupt existieren. Und das Schöne ist, diese Nummern, das sind die Kurzwahlnummern, die man dann auf jedem der Telefone einfach wählen kann. Also ihr könnt irgendein Telefon nehmen, Stern, Stern 606 wählen und dann würdet ihr auf diesen zweiten Anrufbeantworter kommen oder hier die Küche anrufen. Ist die bei mir die 610. Und diese Nummern, die kann man sich ja nicht alle merken und das ist so ein bisschen wirr, wenn man die raussuchen muss aus der Hilfe, wie das geht. Es ist sogar so, ihr könnt auch in der ISDN-Telefonanlage könnt ihr auch Nummern anwählen. Das heißt, ihr wählt erstmal den Stern Stern 51 vor und danach noch eine Nachnummer für die einzelnen angeschlossenen Geräten. Also das geht auch. Und so ein Rundruf an alle Stern Stern neu, da klingelt es dann überall. Das ist auch eine nette Sache, benutze ich jetzt hier nicht, weil dann kommt mein Faxgerät und meine Alarmanlage, die melden sich dann auch. Aber man kann einzelne Gruppen definieren und die dann anrufen. Also das ist eine Sache, die ich nutze. Wählhilfe ist etwas, das kann man benutzen. Also das habe ich, als ich noch Kaltakquise gemacht habe bei einer anderen Firma, tatsächlich genutzt. Da war das ein anderes Verfahren. Das war überhaupt keine Fritzbox, sondern das war eine große Telefonanlage. Aber diese Wählhilfefunktion gab es. Und da hat man sich einfach ein Telefonbuch ausgesucht von den Kunden, die man jetzt heute auf jeden Fall mal anruft. Und dann über die Wählhilfe hat man das hier das einfach aufs Telefon geschickt. Also da wählt man das hier bequem am Rechner aus, sagt anrufen, übernehmen, zack, Telefon und dann klingelt das Telefon und dann telefoniert man ganz normal mit dem Telefon weiter. Ist eine sehr schöne Sache. Ist auch toll für Leute, die das mit Headphone machen. Die können dann also das Telefon völlig im Schrank stehen lassen. Die machen das halt alles hier drüber. Und das. Dann hat man am Ende des Tages nicht nur ein Protokoll über alles, was man angerufen hat, sondern hat dann, weiß dann sicher, okay, mein Telefonbuch, da waren die Leute drin, die ich heute kontaktieren wollte. Und die hat man dann alle durch, hat man keinen vergessen, weil wenn einer da nicht da ist oder so, dann aber in dem Telefonbuch, da es eben nur ganz wenige waren, konnte man das so machen. Eine schöne Sache gewesen. So, dann also weiter geht's mit dem Weckruf, den man da einstellen kann. Fax ist super kompliziert. Da kann man also nicht nur die eigene Faxfunktion einrichten, sondern auch den internen Fax. Also es ist ja so, man kann, selbst wenn man gar kein Faxgerät hat, mit der Fritzbox Faxe empfangen, die er dann einem als E-Mail irgendwo weiterschickt. Tolle Sache für Leute, die kein Faxgerät haben und ganz selten Faxe brauchen, aber man kann da eine eigene Faxfunktionalität einrichten. Und das funktioniert auch super. Und man kriegt die dann direkt als E-Mail. Also wirklich eine ganz tolle Lösung. Dass man eben sich das Faxgerät sparen kann, wenn man überhaupt keine Funktionalität in der Sinne braucht. Dann ist ja ganz selten, dass man das mal hat. So, und dann diese ganzen Rufbehandlungen. Da geht es um Weiterleitungen und also Zeiten, wann man nicht da ist, Rufsperren und Call-Through. Das ist, wenn man also so Anbieter vorwählt, Wahlregeln, ja. Alles Mögliche, was so die Welt kennt. Die haben echt alles da reingepackt, was man sich nur vorstellen kann. Ich habe davon fast nichts genutzt. Also einige Rufsperren habe ich mal drin gehabt, als das noch so ak aktuell war, wo man also ständig von irgendwelchen komischen Leuten angerufen wurde, die einem da was verkaufen wollten. Da haben sich ja die Gesetze geändert. Inzwischen ist das ja, also bei mir jedenfalls überhaupt kein Thema mehr. Toi, toi, toi. Mich hat schon ewig keiner mehr angerufen, um mich da zu nerven, ja. Ja, bei den Telefoniegeräten, da sind es bei mir eigentlich nur die Fritzbox. So, dann noch eine Sache, die ich zeigen wollte. Das ist bei eigenen Rufnummern gibt es nicht nur die Rufnummer und die Anschlusseinstellungen, sondern auch die Sprachübertragungsliste. Und da steht also alles drin, was in den letzter Zeit an Anrufen rein und raus ging. Und da solltet ihr mal gucken, ob ihr da es hingekriegt habt, über den G722 Standard, also das ist der Codec für HD-Telefonie, zu telefonieren. Also bei mir können einige meiner IP-Telefone sind in der Lage, HD-Telefonie zu machen. Und die Fritzbox kann es eigentlich auch. Der Standard ist eigentlich G711 für Telefonie über IP.
Aber wenn man HD-Telefonie will, dann ist das der 722. Nur mal so, ob es funktioniert. Man sieht natürlich hier, das ist der Knaller, was das da gleich an Paketen ist. Also so ein normaler Telefonat hat hier ganz wenige Pakete und das andere Telefonat hat hier gleich diese Menge an Paketen. Also wird schon mächtig mehr übertragen, um das mit dem HD hinzukriegen. Und dann gibt es noch was bei DECT. Da kann man sich dann, hier, das sind die ganzen DECT-Einstellungen. Also ich glaube, da ja, ist eigentlich ganz klar. Also man kann das verriegeln, dass da kein zweiter mehr, also keine zusätzlichen Telefone dran sich anmelden dürfen. Dann gibt es den Eco-Modus. Da muss ich sagen, hatte ich mit meinen DECT-Telefonen, das sind noch so ein alte von Siemens, ein paar Probleme. Da habe ich den, die können das zwar, aber die schalten sich dann teilweise so tief in den Sleep-Modus, dass die dann nicht rechtzeitig anfangen zu klingeln und so. Fand ich nicht gut. Und ja, ansonsten habe ich nur diese Funktion aktiviert. Nur sichere Verbindungen zulassen mit erweiterten Sicherheitsfunktionen. Die unverschlüsselten gar nicht und Zugriffsschutz habe ich auch nicht aktiviert. Und bei Problemen habe ich die Unterstützung von dem hier kompatiblen aktiviert, weil die das brauchen. Das andere können die leider noch nicht. Ja, und hier kann man dann nochmal gucken. Hier beim Monitor, was das Telefon unterstützt. Das ist vielleicht auch ganz interessant. Das sind diese zwei Codecs. Einmal hier HD-Telefonie und die Standard-Telefonie über DECT. Das ist die G726. Und was halt die Fritzbox, die kann halt die 3 und CLLT. Das ist so ein ganz einfacher Standard, ganz ohne große Verschlüsselungen und so. Jo, und welche Kanäle sie nutzt. Ja, das kann man dann auch mal gucken. Aber vom Prinzip einstellen kann man ja hier nichts. Ja, so mal ganz schnell da durchgehechelt. Wie gesagt, es gibt viele Punkte hier, da hilft einem die Hilfe überhaupt nicht weiter. Da kommt da also nur Käse raus, wenn man da hier, was weiß ich, wenn man jetzt hier bei DECT mal sucht, was ist denn der Zugriffsschutz? Klickt man da drauf. Und hier gibt es den Punkt Zugriffsschutz überhaupt gar nicht. Ja, so. Was soll ich jetzt hier gucken, ja? Also, ich weiß nicht, die haben das ist uralt, diese Hilfe, die passt überhaupt nicht mehr zu dem, was hier an Optionen da sind. Ich bin ganz sicher, über kurz oder lang wird es abgeschaltet und das wissen die natürlich bei AVM schon. Deshalb haben die da überhaupt keine Manpower mehr reingesteckt. Ja, das war's soweit. Dann schreibt mal in die Kommentare, wie es weitergehen soll, was ihr meint, wie der bessere Weg ist. Gebt mir ein Like und ein Abo, wenn ihr weiter dranbleiben wollt. Und so ein bisschen eine kleine Kanalschelle, damit es weitergeht. Und dann macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.